wir probieren zusammen Salt and Straw. Ich habe dazu schon ganz viele Reviews gemacht, die aber teilweise nie hochgeladen, weil ich sie auf Englisch gemacht habe, aber ich wusste, ihr wollt sie eigentlich auf Deutsch und dann, ich weiß nicht, schreibt mal drunter, ob ich sie trotzdem noch hochladen soll, weil ich habe gefühlt fast schon alle Sorten durch. Und ich mache diese jetzt aber auf Deutsch, weil ich, also ich bin der Meinung, wenn ihr in USA seid, an der West Coast, in Portland oder in Kalifornien oder eben in Miami, weil da gibt es auch, oder irgendwo anders und ihr wollt bei auf der Website bestellen, dann solltet ihr Salt and Straw probieren, weil das ist auf jeden Fall eine richtig coole Brand. Die ist ein bisschen overhyped, also ich, ganz oft ist es so, dass ich dann doch irgendwie enttäuscht bin, weil die Geschmäcker schon sehr special sind und manchmal kann es auch daneben gehen. Also, was heißt daneben gehen? Aber manche Sachen mag man selbst mehr als andere Menschen, weil es einfach so special ist. Und mir sind die Stückchen auch oft zu klein. Kann ich aber sagen, meine absolute Lieblingssorte von denen, die auch nie enttäuscht, was Stückchen angeht, die ist Loaded, ist Salted Malted Chocolate Chip Cookie Dough. Das ist eine Vanille-Malz-Basis mit Malz-Cookie Dough und so einem Fudge-Swirl, der ist einfach wie, keine Ahnung, es ist krass. Also die Sorte ist der Hammer. Und wenn ihr im Laden seid und so eine Kugel wollt ohne Chunks, dann ist wirklich das Olivenöl-Eis von Salt Straw ist mit eins der besten, was ich und auch die liebe Rieke, und die hat schon einige mehr probiert, jemals gegessen haben. Insofern ja, und auch das Lavendel-Eis und vor allem Lavendel-Eis von denen in Verbindung mit dem Olivenöl-Eis. Aber diesmal gibt es andere Sorten. Wie gesagt, schreibt drunter, ob ich diese ganzen anderen, ich kann noch so ein XXL-Video mal machen, dass ich das mal noch hochlade von allen anderen Sorten. Das sind dann bestimmt über 10, die ich noch getestet habe, die mich damals interessiert haben. Da ist auch Salted Malted dabei, aber ich habe es auch schon mal reviewed und verlinke euch das jetzt noch hier drinnen. Diesmal habe ich, und damit fangen wir an, weil das schon offen ist, das Chocolate Caramel Potato Banana Bread Ice. Da sind Potato Chips drin und deswegen wollte ich es unbedingt probieren. Ich habe den Becher von der lieben Rieke bekommen. Das ist diese Upcycled Series, also die benutzen da quasi Sachen, die abgelaufen sind, drin. So habe ich das verstanden. Ihr könnt Pause drücken bei den Zutaten. Werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ja, das wird so ein viel zu langes Video für Salt and Straw. Hier sind die Nährwerte. Also so Ben Jerry's mäßig auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall keine Prozentangaben oder so. Kosten $12 plus Tax im Scoop Shop. Und es gibt jetzt einen Miami Beach. Früher musste ich immer nach Downtown fahren und dann irgendwie zittern, dass das Eis überlebt, zurück nach Miami Beach oder ein Uber nehmen oder so und trotzdem zittern. Also so sieht das Potato Chip aus von oben. Und ich habe es auch schon probiert. Rieke mochte es gar nicht. Sie fand die Basis nicht geil. Ich mag die Basis. Sie schmeckt wirklich nur ganz dezent nach Banane. Karamell schmeckt richtig gut. Schmeckt halt auch selbst gemacht. Und so wie ich das verstanden habe, haben die mir damals im Scoop Shop im Downtown Miami erklärt, der also auch super toll ist. Finde die da ein bisschen netter. Dass die es wirklich vor Ort selber machen. Die kriegen wahrscheinlich die Ice Cream Mixes. Ja, und das einzige Blöde ist, ihr seht diese Banana Bread Stückchen da drin, die sind nicht klein, also die sind echt groß, aber die sind nicht gut temperiert und ein bisschen zu hart. Da ist halt diese Zimt, Schokolade und da ist glaube ich auch Pumpkin mit drin. Ich schmecke im Brot Pumpkin Bread raus. Das mit Banane. Pumpkin, Banane, meiner Meinung nach. Das ist auch die Banane, die einfach irgendwie für mich so nach Pumpkin schmeckt. Das muss man mögen. Ich finde es echt nicht schlecht. Ich schmecke aber überhaupt gar keine Potato Chips raus. Also, ich sehe auch keine. Vielleicht seht ihr welche. Dann sagt mir wo. Genau. Also die Sorte, ich bin froh, dass ich sie habe. Und ich werde sie auch aufessen tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mir noch holen würde. Aber ich bin froh, dass hier groß genug Stückchen zum Rausbrunnen drin sind. So, die andere Sorte, mit der wir mal weitermachen, ist das Off Limits Pandan. Das ist jetzt alles, die sind jetzt alle aus der, glaube ich, Cereal-Reihe, weil Off Limits ist eine Cereal-Firma, die so veganes, vegane Cornflakes und so macht, die so gesünder sind. Ich muss sagen, ich habe die in New York schon probiert, ich mag die gar nicht. Ich fand die ganz schlecht, ich habe die bei Target geholt und habe es richtig bereut. Ich weiß nicht, ob ich das Video dazwischen hochgeladen habe. Ist in einer meiner What I Eat in New York Videos. Aber Pandan-Eis finde ich halt mega geil, deswegen bin ich jetzt schon ganz schön gespannt darauf. Hier auch wieder die Zutaten. Es ist ein veganes Eis auf Kokosbasis und ich liebe Kokos und Kokos und Pandan passt auch so gut zusammen. Deswegen finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Die haben es jetzt auch immer so versiegelt. Das ist neu, relativ neu. Ihr seht, ich habe schon ganz bisschen probiert am Rand. Da ist so ein Swirl drinnen und dann ist Pandan-Cereal drin, also einfach ganze Stückchen tatsächlich. Und ich hoffe, dass die besser schmecken als pur, weil pur fand ich die nicht geil. Ich hatte tatsächlich auch genau die auch schon. Genau, der Swirl, gar nicht, ist wahrscheinlich auch ein Pandan-Swirl. Wir probieren jetzt erstmal die Basis. Ihr seht, es ist auch so von der Konsistenz
fast so Ben Jerry's mäßig, vielleicht minimal luftiger. Ist auch immer total sortenabhängig. Oh, das ist richtig schwer zu beschreiben. Man muss den Geschmack auf jeden Fall mögen. Ihr kennt Pandan vielleicht aus so Teiggerichten. Boah, ist lecker. Und das in Verbindung mit Kokos fast schon, irgendwie habe ich fast schon so Mojito-Vibes. Ich weiß nicht, ob das vom Swirl kommt, ob das jetzt doch irgendwie kein Pandan, sondern ein Lime-Swirl ist. Werden wir gleich mal sehen. Das ist ein Pandan-Swirl. Oh, ist der geil. Kommt hier auch gleich schon, so ein Cereal-Stück. Und es ist sehr aufgeweicht. Ich weiß, glaube ich, in dem Fall gut ist. Ich werde mir auf jeden Fall noch Brezeln reinmachen. Und zwar von, also mehr Stückchen. Und zwar von Target. Trader Joe's, diese Ube-Brezeln. Leute, sie sind so eine Offenbarung. Die sind so gut. Die gibt es nicht immer. Wenn es die gibt, während ihr da seid, holt euch die unbedingt. So geil. Ist wie aufgeweichte runde Cereal, so wie Honey Pops, aber ein Geschmack im Eis. Muss man mögen, ne? Aber geschmacklich finde ich es halt übelst geil. Das ist halt wieder so eine Sorte, die manche feiern und manche eben nicht mögen. Das ist bei Salt Straw so cool, dass die solche Sachen machen und probieren eben auch ein Eis mit Turkey drin, also Truthahn und so. Also richtig krasse Sachen, Bacon sowieso. Die anderen zwei probieren wir gleich, weil die sind auch aus der Cereal-Reihe. Pots of Gold and Rainbows. Das ist quasi mit dem Nicht-Marshmallow-Teil von Lucky Charms. Also Cereal Milk Eis. Und dann Cornflake Cookie with Marionberry Jam. Also so eine Art Beerenmarmelade und Cookies, die aus Cornflakes gebacken sind. In einem Cereal Milk Eis. Ich glaube, die zwei, auf die freue ich mich halt am meisten. Also von den zwei würde ich mir tatsächlich eher das hier wiederholen, wenn ich mir die Ube-Brezeln reinmache, aber sind beide okay. Also so spontan würde ich 6,5 bis 7 geben. Ihr wisst, es ist nicht so schlecht. Ich fange jetzt mit dem Pots of Gold and Rainbow an. Ist ein Pack drauf. Ich hoffe, es enttäuscht mich nicht. Steht irgendwie drauf, dass es mega bunt und so ist. Das ist es jetzt offensichtlich nicht, aber wir schauen mal. Ich rieche noch nicht so viel, aber man sieht schon so richtig so ein bisschen so eine Cornflake-Krissel da drin und man sieht schon noch was Buntes. Also ihr wisst, auch hier, da sind keine Stückchen drin. Ich mache mir da übrigens hier wieder die Nährwerte und die Zutaten. Ich mache mir, Preis ist ja gleich da, dann Cookie Dough ein von Ben Jerry's. Ich glaube, das passt mega gut. Ich lache mich schon wieder aus, oder? Weil ich noch ein Stückchen reinmache. Also das ist ein bisschen luftiger vielleicht. Interessant. Schmeckt eigentlich nur milchig. Sind auch Marshmallows mit ganz leicht raus. Ich finde es nicht so Cereal Milk in your face, also nicht so wie das von Milk Bar, falls ihr das kennt, wenn ihr auch öfter in den USA seid, so nicht. Aber es schmeckt gut. Das hat einfach so ein, eigentlich hat es eher, es erinnert mich mehr, wenn ich es blind testen würde, an Birthday Cake, Cake Batter, Keks, nicht Keksteig, sondern Kuchenteiggeschmack. Geil. So würde ich es eher beschreiben. Ja, ich finde, es schmeckt einfach wie Cake Batter, Birthday Cake. Also geil, mit Cookie Dough Chunks drin. So, und das letzte hier ist das zweite, dritte Zutat, ist diese Marionberry Jam. Es ist so eine Art, es ist irgend so eine dunklere rote Beere, so ein bisschen Cranberry-mäßig. Wir haben auch wieder relativ dichtes Eis, seht ihr hier. Sind drei Servings, eins hat 137 Gramm, also über 400 Gramm ein Pint, 350 Kalorien. Und hier wieder die Zutaten und gleicher Preis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal hatte in meiner älteren Review, die ich nie hochgeladen habe und mir die Stückchen da zu klein waren. Wir werden es jetzt rausfinden. Nee, ich hatte ein ähnliches Birthday Cakes und Blackberry hieß das, glaube ich. Geil, da sieht man auch wieder dieses Cereal Milk. Also bei den Cereal Milk Basen sieht man immer, dass es nicht eingeweicht wurde und dann rausgemixt, sondern die blenden, also die mixen es so richtig rein. Die sieben das danach nicht wieder raus. Und der Swirl sieht einfach so schön aus. Das schmeckt jetzt, hier sind ja Lucky Charms drin. Hier sind Cornflakes drin. Und Leute, das schmeckt man so krass raus. Es schmeckt richtig geil nach Cereal Milk. Wie Milk Bar mindestens. Sogar besser. Mm. Und die Säure. Könnte ich das ein bisschen wie eine... Wie heißen denn die Himbeeren? Die dunklen. Was ist denn mit mir los? Weil so schmeckt Marionberry. Das ist so gut, dass ja nur eine leichte Säure ist. Oh, ist lecker. Ich glaube, das ist meine liebste Sorte. Und eher wie so... Fast schon wie so eine Cheesecake-Crust, könnt ihr euch das vorstellen. Seht ihr das hier, dieser Crumble? Die Cornflakes auch in dem Crumble sind so ein bisschen aufgeweicht, aber haben trotzdem noch so ein bisschen Biss. Cornflake, Brown Butter, Brown Sugar, Cornflake-Basis, die richtig geil milky ist, mit diesem Swirl. Geilste Sorte. Also ich glaube, an erster Stelle ist die Sorte, dann die. Und dann vielleicht Pandan, einfach weil es besonderer ist als das Banana Bread. Vor allem mit den Ube-Stückchen. Und an letzter Stelle das Potato, weil da ist nichts mit Chips und deswegen wollte ich es mir holen. Ja. Aber Leute, also
Wenn ihr was Besonderes wollt, geht zu Salt and Straw. Ich wollte gerade sagen, für die beiden Sorten, aber auch für das Pandan-Eis. Die haben auch ein Schoko-Malt-Eis, das ich probiert habe. Und das ist ein anderes Malt als in dem Malted Cookie Dough, weil das Malz, was sie da in diesem Schoko-Eis haben, ist so ein Brotbackmalz. Also nicht wie diese Malzmilch-Pulverzeug. Das schmeckt wirklich ein bisschen wie Brot. Ganz weird, aber auf eine gute Art und Weise. Also man fast schon wie so ein ohne Biergeschmack hopfenbrotiges Quass-mäßig, aber nicht wie Quass, Schokoeis. Einfach so besonders. Und da noch irgendwie Brownies reinmachen, hammergeil wirklich. Und da ist auch noch eine Fudge-Soße drin, das gibt's auch gerade. Und dann haben sie auch noch eins mit Reese's Puffs, glaube ich, drin. Aber eben auch von, ich glaube, nicht von Reese's, sondern von einer anderen Firma. Vielleicht auch sogar von der Off-Limits-Firma. Aber ja, also Salt Straw. Zumindest für eine Kugel müsst ihr es euch holen, einfach weil es besonders ist.